Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder ein bisschen um das Thema Minimalismus mit Kindern. Das hat ja auch ganz viele Facetten und ich möchte mich heute nochmal Alma Spielsachen widmen. Wir haben ja zum Glück da schon echt wenig, weil wir eigentlich uns schon mit dem Thema Minimalismus beschäftigt haben, als Alma noch gar nicht auf der Welt war und einerseits damals schon total wenig Babysachen gekauft haben und da auch wirklich immer fünfmal überlegt haben, brauchen wir das wirklich, brauchen wir das wirklich, brauchen wir das wirklich. Jetzt ist es so, dass ich doch bei den Spielsachen einiges angesammelt hat, wo ich aber sagen muss, ein paar Sachen kamen von Weihnachten, dann haben wir halt immer von älteren Kindern aussortierte Sachen bekommen und das meiste ist wirklich second hand und wir haben fast nichts gekauft, trotzdem ist es ein bisschen zu viel geworden und wie ihr seht, ein bisschen zu unordentlich. Dadurch, dass wir minimalistisch schon von Geburt an mit Alma gelebt haben, haben wir da natürlich auch viel vorgelebt und zum Beispiel so, wir gehen einkaufen und es gibt eben eine Kleinigkeit oder ein Ü-Ei, sowas gibt es nicht. Wenn sie mal wirklich was möchte, wenn wir zum Beispiel Lebensmittel einkaufen gehen, dann bekommt sie einen Orangensaft, weil sie den so gerne mag. Oder eine Mandarine oder Kiwis. Manchmal auch, muss ich zugeben, ein Quetschi, obwohl ich diese Dinge hasse. Es ist die reinste Müllverschwendung, aber... Sie liebt sie so sehr und in kleinen Ausnahmen gibt es dann auch mal Quetschi, aber auf jeden Fall keine Dinge, die irgendwie nachträglich in unserer Wohnung rumfliegen. Das ist schon mal sowas, so ein Verhaltensmuster oder einfach so eine Normalität, die man mit dem Kind etablieren kann von Anfang an, sodass es gar nicht denkt, okay, wenn die jetzt einkaufen gehen, dann bekomme ich irgendwas. Das ist nämlich oft der Fehler, dass man dann plötzlich total viel Kleinkram in der Wohnung hat. Und ich hatte ja schon gesagt, sie hat wirklich wenig Dinge und deswegen hatten wir zum Beispiel noch nie die Situation, dass Alma gesagt hat, ich weiß nicht, mit was ich spielen soll, weil es gibt echt wenig und da hat man, glaube ich, noch gut den Überblick. Aber ich möchte noch weniger, weil ich weiß, sie spielt trotzdem meistens mit der Hälfte nicht und deswegen möchte ich das heute nochmal aussortieren. Vielleicht gehen ein paar Teile ganz weg und einige Teile werden auf jeden Fall in den Urlaub fahren. Wir werden die dann irgendwo mal hinstellen für 2, 3 Wochen und dann immer so austauschen und rotieren. Das habe ich jetzt noch nicht so gemacht, obwohl ich schon so oft gelesen und gehört habe, dass es halt wirklich super ist, einfach mal ein paar Sachen immer wegzunehmen, 4 Wochen wegzusperren und dann wieder herzubringen und die Kinder haben dann echt eine totale Freude daran. Das stimmt total. Alma hat neulich auf dem Dachboden ihre Babykiste mit Babyspielsachen entdeckt und hat sich mega gefreut und eine halbe Stunde damit gespielt. Vielleicht noch kurz zur Situation. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang, oder ja, wir haben in Berlin gewohnt. Punkt. Dann sind wir vor einem Jahr nach Portugal. Vor einem Jahr sind wir nach Portugal und wollten eigentlich nur 2 Monate bleiben und ich hatte auch echt nur so 5 Spielsachen dabei und sind dann aber 9 Monate geblieben und da ist mir zum ersten Mal wirklich aufgefallen, wie wenig ein Kind wirklich braucht und dass alles eigentlich draußen in der Natur ist. Gestern habe ich zum Beispiel mit ihr 2 Stunden Unkraut gejätet und es war besser als jedes Spielzeug. Und ja, hier in Portugal und dadurch, dass wir nicht nur 2 Monate, sondern 9 Monate geblieben sind, ist mir echt bewusst geworden, dass wir viel weniger brauchen. Wir sind dann im Sommer ja wirklich permanent hierher gezogen, haben unsere Wohnung aufgelöst. Da habe ich auch wirklich nochmal einige Spielsachen schon aussortiert und jetzt haben wir nur noch ganz, ganz wenig Dinge da. Ich habe es damals auch mit Alma besprochen, was wir mit nach Portugal nehmen. Und hier hat sich halt wirklich durch Weihnachten und durch viele Second-Hand-Sachen, die wir bekommen haben, einiges angehäuft, was ich jetzt nochmal ein bisschen sortieren möchte und wo ich einen Teil auf jeden Fall nochmal verstecken, in alias in den Urlaub schicken möchte. Und was ich als erstes mache, ich sortiere das Ganze mal nach Kategorien, um dann später besser auszumisten. Okay, ich habe jetzt hier einige Haufen gemacht und eigentlich war es total schön, irgendwie so ein kleines Tischchen zu kaufen oder so ein kleines Regal noch an die Wand anzubringen, sodass Alma immer ihre ganzen Sachen so auf einer Höhe schön ordentlich hat. Aber wir wohnen gerade in einer Mietswohnung, nur noch für 2 Monate, sodass sich das überhaupt nicht rentiert. Aber um trotzdem das alles ein bisschen besser zu sortieren und diese Ecke ein bisschen ruhiger zu gestalten, habe ich mir noch ein paar Kartons besorgt. Einfach Schuhkartons, wo ich noch Sachen reinräumen möchte, damit die noch ja, besser aufgeräumt sind. Außerdem habe ich noch einen Korb, wo ich Dinge reintue. Und die Weinkiste, die haben wir mitgenommen von Berlin nach Portugal. Die war die ganze Zeit in unserem Wohnwagen. Und die habe ich jetzt mal mit hierher genommen. Da kann man wunderschön, glaube ich, so Bücher und alles reinstellen.
Und jetzt stelle ich euch mal so die 8 Kategorien vor, nach denen ich sortiert habe und wie ich da die Dinge aussortiere. Lego, da haben wir ganz wenig, da werde ich ehrlich gesagt nichts hergeben, außer ich habe hier noch so Lego für Babys. Da ist sie, glaube ich, echt aus dem Alter raus. Das ist was, was ich wirklich ganz weggebe, verschenke. Und der Rest, der eigentlich hier ist, das ist so wenig und damit spielt sie wirklich regelmäßig, das bleibt einfach da. Aber es kommt in diesen wunderschönen Korb, damit es aufgeräumt ist. Schön ordentlich drin und das zum Beispiel ist noch von meinen Nichten und von meinen Neffen. Das ist auch Secondhand. Das hat meine Schwägerin alles aufgehoben und echt lang, weil die Jüngste ist jetzt schon 14, also verrückt. Aber ich bin natürlich mega gefreut, das zu bekommen. So, vor mir liegen die Bücher und da habe ich gestern mit Alma schon mal zusammen aussortiert. Das würde ich wirklich empfehlen. Ich glaube wirklich so ab 2,5, also da will ich mich jetzt nicht festlegen können, Kinder auch wirklich so beim Aussortieren mitmachen. Und wir sind echt wirklich alle Bücher durchgegangen und ich habe sie gefragt, möchtest du das behalten? Und sie hat ja oder nein gesagt. Wahrscheinlich würde heute die Entscheidung anders ausfallen. Aber das sind wirklich Bücher, die ich jetzt erstmal weggeben tue, genau, und einfach mal Freunden gebe, damit die da so ein bisschen drin rumstöbern können. Und genau, die kommen weg, also fahren in den Urlaub. Dann hier ist immer noch ein riesen Stapel, der wahrscheinlich bleibt, das hat sie ja gesagt. Die möchte sie alle behalten. Und es gibt 3 Bücher, die ich wirklich für länger weg tue, weil da habe ich gemerkt, boah, das macht mich wahnsinnig. Das sind solche Puzzlebücher. Vielleicht behalte ich das eine nochmal, aber dieses große Puzzlebuch mit 8 Puzzeln, da hat sie halt alles neulich einfach nur, also das Spiel war, alle Puzzleteile auseinanderzulegen und ich habe sie dann in einer Stunde wieder zusammen gepuzzelt und das habe ich wahnsinnig gemacht, weil ich liebe ja wirklich Ordnung und Struktur und Kleinkram, der rumliegt, macht mich wahnsinnig. Deswegen werden diese großen Bücher auch erstmal für längere Zeit in den Urlaub fahren. Ja, das ist jetzt dieser große Stapel, der bleibt und den sortiere ich jetzt schön in diese Box, damit auch die Bücher einfach irgendwie ein Gefäß haben oder halt diese Box, wo sie drin sind und nicht immer die ganze Zeit irgendwo rumfliegen. So, wir sind bei den Spielen. Da gibt es auch 2 Unterkategorien. Also das sind wirklich Brettspiele und das andere sind eher so Beschäftigungsgegenstände, wenn wir zum Beispiel reisen. Und ja, bei den Spielen, da habe ich mich entschieden, dass das da wegkommt, weil sie damit schon ewig nicht mehr gespielt hat. Das bleibt, das mag sie richtig und da versteht sie auch schon richtig die Regeln. Genauso wie das, das bleibt auch, das spielt sie auch gerne und da haben wir auch schon so eine kleine eigene Regel, wie wir das spielen. Das geht, weil das ist auch was, was mich persönlich als Mutter wahnsinnig macht. Es sind lauter kleine Teile, die auf dem Boden liegen, wie oft ich da schon draufgetreten bin und Schmerzen hatte. Außerdem checke ich noch nicht, wie das Spiel geht und ich glaube, sie ist auch noch viel zu jung dafür, also das kommt auch erstmal weg. Und das lege ich so ein bisschen zur Seite, die 2 Dinger, weil wenn wir jetzt dann demnächst mal wieder eine längere Autofahrt haben, dann hole ich das einfach wieder raus und dann freut sie sich, wenn sie im Auto damit spielen kann. Ja, und hier ist noch so ein Brett, wo man Autos reinstecken kann. Da hat sie mittlerweile auch nicht mehr so ein Interesse. Das wird auch erstmal für eine Zeit lang verschwinden und mal gucken, wenn ich sie wieder herhole, vielleicht findet es dann wieder gut. Als nächstes schauen wir uns die Basteln-Sachen an. Da überlege ich natürlich auch dreimal, was ich anschaffe.
Und ich habe einmal so ein bisschen Schaumgummi besorgt. Und das hat ja auch total Spaß gemacht. Damit basteln wir sehr oft. Und hier drunter liegt noch ein Block zum Malen. Der ist natürlich auch wichtig. Dann haben wir hier eine Diddeldose. Das ist übrigens noch meine Diddeldose. Mit Wasserfarben und mit Wachsmalkreiden. Und für draußen haben wir auch noch Straßenkreide. Ansonsten gibt es noch diese zwei Dinger. Die waren auch super für den Flug. Die hat sich von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen. Das sind so Wasserstifte, mit denen man malen kann. Da werde ich, glaube ich, auch einen mal wegtun, falls wir wieder länger reisen. Und einen lasse ich da. Und zum Thema Basteln zähle ich auch die ganzen Naturmaterialien, die wir immer sammeln. Und ja, da habe ich eigentlich auch Freude dran. Und da sieht jetzt nichts aus. Das hat sie gesammelt. Das bleibt erstmal da. Mal gucken, was wir daraus basteln. Vielleicht mal so süße Muscheltierchen. Die habe ich neulich mal wieder im Schaufenster gesehen. Das war total witzig. Ich habe mich total an meine Kindheit erinnert. Vielleicht basteln wir mal sowas damit. Und ich muss natürlich sagen, dass so Naturmaterialien eigentlich meine Lieblingsspielsachen sind. Und wollte ich jetzt hier mal fragen, habt ihr Lust, dass ich mal ein Video drehe? 7 minimalistische Spielideen, wie man draußen und drin spielen kann, ohne dass man viel oder gar nichts braucht. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ja, das möchte ich sehen. Und dann mache ich mich da mal schlau oder teile auch die Dinge, die wir eh schon machen. Und hier kommt noch eine Box zum Einsatz. Hier gebe ich die ganzen Muscheln rein. Kategorie habe ich hier Stofftiere, Puppen und so kleine Tierchen. Sie hat eigentlich nur eine Puppe, die bleibt natürlich. Die haben wir in Berlin auf dem Spielplatz gefunden. Die lag da 3 Tage, keiner hat sie mitgenommen und dann haben wir sie adoptiert. Das ist ihr Kuschelschlafbär, der bleibt natürlich auch auf jeden Fall. Diesen Dino hat sie sich gerade von ihrem Freund Helge ausgeliehen, also der bleibt eh nur kurz bei uns. Und auf was sie gerade total steht, sind diese Handpuppen. Sie kommt eigentlich die ganze Zeit her mit irgendeiner Handpuppe und sagt, mit dem Waschbär reden, mit dem Waschbär reden. Und dann muss der Waschbär die ganze Zeit Geschichten erzählen. Deswegen bleiben die drei auch. Haben wir auch von einer Freundin bekommen, die ältere Kinder hat und super cool, habe ich mich natürlich mega gefreut. Das ist der Almay-Hund. Den hat sie letztes Jahr zum Geburtstag von meinen Eltern bekommen. Der hat auch eine Leine. Der bleibt natürlich auch da. Und das ist ganz neu. Das ist ganz cool. Das hat ein Licht. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Damit schläft sie gerade total gerne ein. Auch Secondhand von Freunden. Und dann haben wir hier noch so... Ach nee, erst nochmal diese Barbie-Puppe. Die kommt erstmal weg, weil damit kann sie noch gar nichts anfangen. Und hier gibt es noch so 3 kleine Teilchen. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, wo sie das her hat. Aber ich lasse es mal da oder, nee, ich tue es mal weg. Damit hat sie schon ewig nicht mehr gespielt. Dann gibt es hier so einen kleinen Dinosaurier. Da weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, wo der herkommt. Dieses Pony hat sie geschenkt bekommen von einer Freundin von mir. Das bleibt auf jeden Fall da. Ich sehe auch, hier sind alle Zopfgummis, die ich immer suche. Und die Schildkröte hat sie vom Zahnarzt bekommen. Die bleibt auch da. Also wir haben wirklich so wenig Kuscheltiere, dass wir da auch nichts hergeben. Nur vielleicht dieser kleine Dino. Und die Barbie-Puppe kommt weg. Als nächstes kommen die Autos. Die waren auch schon in diesem Karton und die werden da auch wieder hinwandern. Und dieses Auto, mit dem habe sogar ich schon gespielt. Also Wahnsinn, meine Eltern haben da auch echt gut aufgepasst und das auch wirklich aufgehoben. Ich habe ihr einmal, das ist auch noch von meinem Neffen, also hier ist eigentlich nur 3 neu gekauft. Die habe ich hier einmal gekauft. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Die 3 habe ich ihr gekauft auf jeden Fall. Das habe ich zum Beispiel am Strand gefunden. Und das haben wir Secondhand geschenkt bekommen. Und alles andere ist wirklich noch von meinen Nichten und Neffen. Und behalte ich. Kommt in diese Kiste. 2 Sachen gehen, glaube ich. Das sind so Babysachen, die habe ich hier damals auch gekauft. Und genau, das war, ich weiß nicht, im Lockdown, da wollte ich so einen süßen kleinen Laden unterstützen. Und damit hat sie auch mal viel gespielt. Aber ich glaube, dafür ist sie jetzt auch zu alt. Die werde ich jetzt auch erstmal wegtun.
Nächste Kategorie ist Musik, Musikinstrumente. Wir haben diese Rasselsecondhand. Ein Xylophon, Secondhand. Am Wochenende haben wir diesen neuen Kopfhörer geschenkt bekommen. Der hat dir gut gefallen. Und ja, dafür muss aber der gehen. So groß, weil er so hin und her ratscht. Also der geht, der bleibt. Und wir haben eine Toni-Box mit 4 Tonis. Die bleiben auch. Bausteine hätte ich irgendwie vielleicht auch zum Thema Lego mit aufnehmen können. Hier sind auf jeden Fall Bausteine aus Holz. Da hatte ich einmal so ein Set gekauft. Die packe ich jetzt da hier in dieses Sacker rein. Und die bleiben auch hier, weil damit spielt sie auch wirklich, wirklich sehr gerne. Und jetzt habe ich noch so ein paar Sachen, die konnte ich nicht wirklich zuordnen. Das sind größere Objekte hier. Gibt es irgendwie so ein Malerset, damit spielt sie immer Bauarbeiter. Das bleibt auf jeden Fall noch. Und sie liebt auch ihren Secondhand, ihre Secondhand-Kasse mit Geld und allem Möglichen. Da spielt sie echt mega gern mit. Und dazu gehört nämlich auch so ein Korb mit einem Schlüssel, um die Tür vom Laden aufzuschließen und ein bisschen Obst und Gemüse. Außerdem hat sie noch eine Kamera. Die bleibt auch auf jeden Fall da. Und eine Box voller Knet. Da muss man natürlich auch regelmäßig gucken. Erstmal regelmäßig schauen, ob alles ordentlich eingeräumt ist, damit er nicht austrocknet. Und dann ja auch schauen, dass alles gut zugemacht ist, wenn man es einräumt, wie gesagt. Und was ich da als Erfahrung vielleicht noch mitgeben kann, uns wurde so eine Knetset geschenkt, wo man halt einmal so einen Dino kneten kann. Und der steht halt jetzt hier rum und ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Hübsch ist er nicht und ehrlich gesagt habe ich ihn mehr geknetet. Also solche Knetsets sind ganz nett, aber es ist halt eine einmalige Sache. Und dann hat man wieder irgendeine Figur, die rumsteht. Deswegen würde ich einfach nur immer losen Knet nehmen, da kann man immer was anderes kneten. Und da gibt es natürlich auch nachhaltigen Knet. Ja, das waren so ein bisschen mal die Kategorien, die man angehen kann. Vielleicht nochmal ganz kurz als Zusammenfassung. Wie könnt ihr an das Kinderzimmer oder sag mal an die Spielsachen rangehen? Ich habe extra nicht Kinderzimmer gesagt, weil wir haben kein Kinderzimmer. Dazu werde ich auch mal ein extra Video drehen. Wie kann man an die Spielsachen rangehen? Erstens sortieren in unterschiedliche Kategorien. Das habe ich euch ja ein bisschen gezeigt schon, was man da als Kategorie nehmen kann. Dann zweitens mit dem Kind zusammen auch mal zu gucken, hey, also erstmal das Kind zu fragen, was willst du denn hergeben, was willst du verschenken, mit was spielst du denn nicht mehr? Und dann drittens erstmal für sich dann zu gucken, wo ist was kaputt, wo fehlt was, was funktioniert überhaupt noch? Und dann, hey, womit spielt das Kind gerne? Aus welchem Spielzeug sind sie rausgewachsen? Also was kann weg, weil sie schon zu alt sind? Oder was kann weg, weil sie noch zu klein sind? Und da auch gucken, dass man halt nicht immer alles gleich wegschmeißt, sondern erstmal schauen, hey, was fährt in den Urlaub, was behalte ich erstmal? Oder was ich auch super empfehlen kann, so Tauschboxen zu machen, einfach jetzt mal eine Box und die mit einem Freund aus dem Kindergarten einfach mal zu tauschen. Hey, komm, ich gebe euch die Box mal für 4 Wochen und wir kriegen was Neues, das ist einfach mega super. Und genau, und dann, wenn man halt Sachen hat, die man hergeben will, zu gucken, kann ich sie verschenken, kann ich sie verkaufen, am besten nicht wegschmeißen. Und genau, das sind so nochmal so 3 kleine Tipps, um da ranzugehen. So, das ist jetzt das Nachher. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, ob das pädagogisch wertvoll ist. Es ist bestimmt kein Montessori-Ansatz. Wir haben nur Holz oder sonstiges. Das ist, glaube ich, einfach für uns der beste Weg, jetzt erstmal übergangsweise eine geordnete Spielecke zu haben, wo Alma auch ihre Sachen findet und sie auch so ein bisschen dazu zu bringen, das auch wieder aufzuräumen. Habe ich auch wirklich einen super interessanten Tipp. Ich habe es in einem anderen Video schon erzählt, dass ich gerade das Buch lese, Kinder mehr zutrauen. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele Tipps. Das ist eine Frau, die viel Zeit mit ihrer Tochter innerhalb von indigenen Völkern verbracht hat. In Mexiko, aber auch in der Arktis. Und es ist super spannend, weil die Kinder eher
wie soll ich sagen, kooperationsbereiter sind und so im Alltag viel mehr mitgehen, weniger geschimpft wird und auch das Thema Aufräumen, da habe ich mir von den Buchen wirklich interessanten Tipp abgeguckt. Die arbeiten oft auch mit Geschichten, diese Völker. Natürlich haben die in der Arktis nicht jedes Mal Bock, zehnmal zu schreien, renn nicht zum Wasser, geh nicht ins Wasser, es ist gefährlich, nein, stopp. Das würde nicht funktionieren, sondern sie erzählen Geschichten. Was passiert, wenn sie zum Wasser gehen oder ins Wasser gehen? Das sind jetzt manchmal auch keine schönen Geschichten und ich finde es manchmal vielleicht auch ein bisschen zu angsteinflößend. Aber fürs Aufräumen habe ich mir auch eine super coole Geschichte ausgedacht, die ich hier gerne mit euch teilen möchte. Es kommen nämlich nachts immer die Holy-Poly-Monster. Alma kam eines Tages nach Hause und hat gemeint, ah, Monster, Monster. Und dachte ich mir, okay, ich nehme diese Monster mal und mache die aber nett. Denn die Holy-Poly-Monster, die kommen abends und helfen Mama und Papa sauber machen. Aber wenn Alma ihre Spielsachen liegen lässt, dann nehmen die die halt mit. Weil die stören ja dann, wenn sie sauber machen. Und sie wollen ja eigentlich nur was Gutes für Mama und Papa, damit die weniger arbeiten müssen. Und jetzt ist es so, seit wir diese Holy-Poly-Monster-Geschichte erzählen, räumt sie jeden Abend auf. Sie hat natürlich so ein bisschen Angst, dass die Holy-Poly ihre Spielsachen mitnehmen. Aber es ist so viel entspannter, als eine halbe Stunde selber aufzuräumen. Oder fünfmal zu sagen, wir müssen jetzt aufräumen, räumen jetzt auf, zu schimpfen, zu schreien. Also ich kann sagen, das ist richtig, richtig, richtig cool und klappt mega gut. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit auch noch eine Inspiration geben. Erstens, wie ihr aussortieren könnt, Spielsachen mit euren Kindern auch, wie ihr vorgeht, welche Kategorien es gibt. Und vielleicht auch eine kleine Holy-Poly-Monster-Geschichte. Was glaubt ihr, haben wir viele Spielsachen oder wenig? Also ich finde ja, wir haben wenig, aber ich habe jetzt auch nicht so viel zum Vergleich. Also schreibt gerne mal, ob ihr findet, dass wir viel oder wenig haben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn ihr den Kanal abonniert, kommentiert, ach ja, Herzchen da lasst, einen Daumen hoch, was auch immer es gibt hier. Und ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Ciao!